Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial, einer kleinen Tutorial-Serie hier auf meinem Kanal, und zwar über Redstone. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Sie ist für Einsteiger konzipiert. Das heißt, wenn ihr keine Ahnung über Redstone habt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Das ist natürlich hauptsächlich Minecraft Bedrock. Allerdings werde ich hin und wieder auch auf Java zu sprechen kommen. Es gibt natürlich einige Unterschiede zwischen der Java und der Bedrock-Version. Dementsprechend ist es quasi unvermeidbar, darüber zu sprechen. Hier in der ersten Folge haben wir erstmal so einige Grundlagen. Wir werden uns hier dieses weiße und das dunkelgraue Quadrat einmal anschauen. Das sind ziemlich wichtige Dinge, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, wenn ihr anfangen wollt, mit Redstone herumzuspielen. Als allererstes haben wir eine Auflistung von allen möglichen Redstone-Komponenten und anderen Blöcken. Und danach haben wir grundlegende Maßeinheiten, die ihr einfach ein bisschen kennen solltet, damit die restlichen Redstone-Komponenten auch Sinn machen. Also, genug geplaudert, los geht's! Dann schauen wir uns mal an, welche Redstone-Komponenten gibt es eigentlich. Hier sind vier Kategorien in dieser Liste und diese Liste habe ich ursprünglich vom neuen deutschen Minecraft-Wiki auf de.minecraft.wiki. In letzter Zeit waren die recht unzufrieden mit Fandom, dem ursprünglichen Wiki, und sind deshalb auf ein neues Wiki rübergegangen. Diese Liste hier ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch weitere Links, die im Video vorkommen werden, sind dort verfügbar. Allerdings habe ich diese Liste hier ein bisschen verändert, daher wird die ein bisschen anders sein als das, was ihr dort findet. Dann schauen wir uns mal an, welche Kategorien haben wir. Und zwar als allererstes hier die Signalgeber. Und ganz vorneweg, wir haben den Redstone Block, ein guter klassischer Signalgeber. Dann haben wir hier die Redstone Fackel, wir haben den Hebel, Knopf und Druckplatte. Die beiden gibt es auch noch in mehr Holzvariationen und in zwei Steinvariationen. Dementsprechend gibt es da noch einige mehr. Wir haben den Stolperdrahthaken, Beobachter, wir haben hier den Tageslichtsensor bzw. Nachtlichtsensor, Zählblock, wir haben die kalibrierten und die normalen Skalk-Sensoren am Start, wir haben die Redstone-Truhe, ein Lesepult, wir haben die Sensorschiene, Blitzableiter, Plattenspieler und zu guter Letzt unter bestimmten Umständen auch den Vergleicher, und zwar wenn er als Füll- oder Zustandssensor verwendet wird. Dann haben wir hier die Signalleiter und natürlich, da ist Redstone drin, das eigentliche Redstone-Staub, das wird immer als Signalleiter verwendet. Dann haben wir hier den Verstärker, der verstärken kann. Wir haben Vergleicher, wir haben wieder die Redstone-Fackel, die hat halt unterschiedliche Eigenschaften, die man dafür nutzen kann. Genauso mit dem Zielblock und ein Kolben bzw. ein klebriger Kolben mit einem Redstone-Block können auch als solche verwendet werden. Dann haben wir hier die Signalempfänger und natürlich haben wir hier die Tür, Falltür und Zauntore. Es gibt natürlich noch Eisentüren und Eisenfalltüren und Eisentüren. Die können nur durch Redstone geöffnet werden, die Holzvariationen können auch per Hand geöffnet werden. Hier haben wir zwei sehr schwierige Blöcke. Auf der Bedrock Edition ist das der Auswurfblock, auf der Bedrock Edition ist das der Spender. Auf der Java Edition ist das der Spender und auf der Java Edition ist das der Werfer. Ich werde es so machen, das ist der Spender, er lächelt, ist freundlich. Ich werde den da Werfer nennen, er ist erschrocken oder wütend. Dementsprechend, wenn ich Werfer sage, meine ich diesen Block, Spender nenne ich diesen Block, damit ihr da nicht verwirrt werdet. Dann haben wir hier noch den Trichter, wir haben den normalen Kolben, den klebrigen Kolben, die Redstone-Lampe, wir haben die Schiene als gekrümmte Schiene in einer T-Kreuzung, wir haben die Beschleunigungsschiene, wir haben Aktivierungsschienen dabei, hier ist das TNT, kennt wahrscheinlich jeder, wir haben den Notenblock, wir haben den Skalk-Kreischer, wir haben die Glocke, ein Konstruktionsblock, ein Befehlsblock. Auf die beiden werde ich nicht weiter eingehen in diesem Tutorial, weil sie einfach ihre eigenen Komplexitäten mit sich bringen und relativ wenig tatsächlich mit Redstone zu tun haben. Dementsprechend, wenn ihr nach dem Tutorial dafür sucht, dafür habe ich schon ein Video gemacht. Ja?
Dafür werde ich wahrscheinlich kein Video machen, weil Befehle für mich recht komplex sind. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Dementsprechend wird da wahrscheinlich kein Video drüber kommen. Dann haben wir das Tropfblatt. Exklusiv für die Bedrock Edition haben wir auch den Rüstungsständer. Wir haben den Drachenkopf. Und dann haben wir hier Neuerungen für die 1.21, nämlich die Kupferlampe und den Werker. Damit hätten wir hier auch so ziemlich alle von den Signalempfängern. Und kommen wir zur vierten Kategorie, die ich selber hinzugefügt habe, und zwar verschiedene interagierende Blöcke. Und da haben wir als allererstes Glas dabei. Das funktioniert relativ ähnlich wie die drei anderen Blöcke, die wir hier noch haben. Allerdings auf der Bedrock Edition ist sie ein bisschen anders von der Funktionsweise her. Da haben wir hier Stufen, umgedrehte Treppen und Glowstone. Und alle diese vier Blöcke haben mit Redstone Staub zu tun. Das heißt, wenn ihr mehr über die wissen wollt, schaut euch Redstone Staub einmal an. Dann haben wir hier Honigblöcke und Schleimblöcke. Die haben mit den normalen bzw. klebrigen Kolben zu tun. Also schaut euch die mal an. Hier haben wir Obsidian, auch repräsentativ für eine Blockgruppe quasi. Auch wieder hier klebrige und normale Kolben. Glasierte Keramik, da brauchen wir uns nur die klebrigen Kolben anschauen. Nicht nur die normalen Kolben. Wir haben Wasser, recht merkwürdig, aber keine Sorge, wir kommen dazu. Und zwar beim Skalksensor, genauso wie mit dem Amethystblock und der Wolle. Da haben wir den Vergleicher, wie schon eben erwähnt, als Füll- oder Zustandssensor. Da sind einige Blöcke dabei. Das hier ist nur eine kleine Auswahl davon. Dementsprechend schauen wir uns das nochmal genau an, wenn wir die Vergleicher vornehmen. Hier haben wir für Notenblock einige repräsentative interagierende Blöcke. Davon gibt es auch wieder einige mehr. Hier haben wir Loren bzw. allen möglichen Arten von Loren. Dazu schauen wir uns dann die Schienen an. Und hier haben wir das Boot bzw. das Kistenboot. Und dazu schauen wir uns die Trichter an. Und damit hätten wir relativ schnell hier alle einmal zusammengefasst. Die werden in den kommenden Tutorials überall erscheinen. Jedenfalls, das war es mit der Liste hier. Ja, also das waren im Grunde alle Redstone-Komponenten, die es so gibt. Und dann würde ich sagen, wir gehen weiter zur nächsten Sache. Und zwar sind das unglaublich wichtige Sachen, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, bevor ihr anfangt mit Redstone zu spielen. Und zwar als allererstes haben wir hier die Signalstärke. Redstone hat eine sogenannte Signalstärke, quasi das Aufleuchten des Blocks. Und die maximale Stärke davon ist 15. Die meisten Signalgeber geben eine Signalstärke von 15 aus und die minimale Signalstärke ist 0. Dabei wird es bei jedem Block um 1 reduziert und die Signalstärke 0 ist die einzige Signalstärke, die die Signalempfänger nicht aktivieren können. Also wie ihr seht, alle Lampen sind an, bis auf die ganz am Ende. Damit hätten wir also die Signalstärke abgehakt. Und dann gehen wir rüber zu GameTix und RedzoneTix. Ihr wisst vielleicht schon, das Spiel läuft auf 20 GameTix pro Sekunde. Das heißt, 20 Mal pro Sekunde wird irgendwo irgendwas geupdatet. Bei Redzone ist es ein bisschen anders. Da werden zwei GameTix für einen Redzone-Tick verwendet. Dementsprechend ist das Ganze ein bisschen langsamer. Dadurch haben wir für eine Sekunde etwa 10 Redzone-Ticks. Welchen Form kommt das vor? Als allererstes in der Form von Verzögerung. Wir haben hier sogenannte Verstärker. Das ist die primäre Funktion. Signale verstärken, aber sie können auch verlangsamen. Und zwar hier standardmäßig ist es eine Verzögerung von einem Redstone-Tick, beziehungsweise ich werde es einfach ein Tick nennen, da ich meistens nur mit Redstone zu tun habe und nicht mit Game-Ticks, sage ich Ticks, wenn ich Redstone-Ticks meine. Jedenfalls, wir haben hier ein Tick Verzögerung, 2, 3, 4. Haben wir hier noch den fünften Tick, 6, 7, 8, also 8 Ticks Verzögerung, 0,8 Sekunden sollte es dauern, bis das Redstone-Signal auf der rechten Seite ankommt, beziehungsweise bis es wieder aufhört. Da haben wir die Frequenz und die findet man dann vor allem bei Clocks. Das sind Signalgeber, die sich selber ausschalten und wieder anschalten, zum Beispiel hier eine Fackel. Und dann haben wir hier bei der Fackel eine Verzögerung von 1 Tick. Plus die 4 Tick von dem Verstärker hier sind insgesamt 5 Ticks, die an- und ausschalten müssen. Das heißt insgesamt 10 Ticks für einen ganzen Durchlauf. Und wenn wir das hier mal laufen lassen,
dann seht ihr, dass es etwa im Sekundentakt an, beziehungsweise einmal angeht und einmal pro Sekunde geht es auch aus. Dementsprechend haben wir hier eine Frequenz von einem Hertz. Signaldauer, das haben wir als nächstes. Und zwar hier einen sogenannten Kondensator. Der kann durch ein kurzes Signal eine lange Zeit, ein langes Signal ausgeben. Und zwar, wenn wir es hier anschalten, dann lädt sich dieser Kondensator auf. Wir haben hier die Stärke 15. Der Vergleicher gibt die Signalstärke genauso aus, also wieder 15. Haben wir 14, wieder 14 und dann passiert nichts, weil hier ist 15, ist sowieso eins größer, also bleibt das genauso. Wenn wir es ausschalten würden, dann wird hier ja theoretisch eine 0 entstehen, weil kein Signal mehr rauskommt. Aber wir hatten ja hier zum Glück die 14, dann wird hier eine 13 draus, 13, 12, 12, 11, 11 und das geht dann immer weiter runter, bis schließlich die Signale aussetzen und der Kondensator entladen ist. Zu guter Letzt haben wir noch Energie und Aktivierung. Und das ist ziemlich wichtig, wenn wir mit Redzone arbeiten wollen. Das ist so ziemlich die wichtigste Eigenschaft, die wir uns jetzt anschauen. Und zwar, wir haben hier den Hebel, wir haben Redzone und dieses Redzone kann das Signal nehmen und in diesen Block hineindrücken. Ja? Das ist nicht besonders stark. Deshalb nennt man das auch schwach energetisch bzw. schwach gepowert, aber es hat die Fähigkeit, andere umliegende Redzone-Komponenten zu aktivieren, wie beispielsweise die Redzone-Lampe da. Ihr seht, die leuchtet auf, weil dieser Block ein bisschen Energie enthält. Wenn man jetzt aber auf die andere Seite Redzone-Staub packt, funktioniert das gar nicht mehr, denn dieser schwach energetische Block hat nicht genügend Energie, um das an dieses Redzone weiterzugeben. Stattdessen müssen wir den Block stark energetisieren und das machen wir beispielsweise mit einem Verstärker. Es gibt noch weitere Blöcke, viele Blöcke tatsächlich, aber der ist hier am häufigsten vertreten. In dem Fall wird der Block stark energetisch bzw. stark gepowert. Er nimmt also die Energie vom Hebel und schiebt sie mit aller Kraft in diesen Block hinein und damit haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Redstone auf der anderen Seite zum Leuchten zu bringen. Den meisten Komponenten ist es so ziemlich egal, bis auf der Staub selber. Die anderen Komponenten schalten sich an, egal ob es stark oder schwach gepowert ist. Es gibt Komponenten wie zum Beispiel die Redstone-Lampe. Die können sowohl aktiviert als auch stark energetisch sein. Und wenn wir das hier einmal anschalten, dann seht ihr, sie leuchtet auf, sie ist aktiviert, aber das Redstone dahinter leuchtet auch auf, also ist sie gleichzeitig stark energetisch. Das ist allerdings nicht immer so, beispielsweise beim Kolben. Der kann hier aktiviert werden, aber nicht stark energetisch. Liegt daran, damit ein Block, damit Redstone-Staub hier das Signal abnehmen kann, muss dieser Block ein solider Block sein. Das heißt, er darf nicht transparent sein und er muss ein voller Block sein. Wenn man es so sieht, jetzt gerade ist der Kolben ein voller Block. Ja, er ist 16x16x16 Pixel groß und man kann nirgendwo durch die Pixel hindurchschauen. Er ist ein solider Block. Sobald er aber ein Redstone-Signal erhält, fährt er sich aus und diese oberen 4 Pixel sind dann nicht mehr dort. In dem Fall ist es kein voller Block mehr. Er kann nicht energetisch werden und auch nicht das Redstone-Signal weitergeben. Also, dann wäre es das hier mit der ersten Folge vom Redstone-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.